Warte, warte. Wir müssen nur noch oben. Da ist auch ein Teleporter. Was? Das ist noch ein Troll. Also die schweren Waffen sind schon gut. Ich glaube, die sollten wir dann auch mal leveln. Da sind Minen. Gibt es hier keine roten Fässer? Ich sehe auf jeden Fall keine. Da ist eine Gasflasche. Typen wie dir. Ja. Ich greife an. Typen wie mir. Erstmal alle so ein bisschen ankratzen. Ich sehe auch sonst keine. Der Backtroll ist auch ein bisschen sauer. Ja, geh mal hin, da ruhig zu dem. Jetzt haben sie ihn angegriffen, ne? Krieg ich XP, wenn er die zermatscht? Ich habe ihn mal kurz angehittet, ne? Vielleicht bringt es ja was. Ich glaube, die schaffen den noch nicht. Ne, weg ist er. Also, will jetzt. Oh. Oha. Ich hoffe, der kommt hier nicht hoch. Das würde ich nämlich als akutes Problem bezeichnen. Das reicht. Ja, das sehe ich auch so. Ich habe ebenfalls genug. Wieso steht der eigentlich auf, wenn er zielt? Halt leider auch überhaupt nicht, wie viele von den Banditen hier noch rumlaufen. Aber er da scheint gut gerüstet zu sein. Viel Spaß mit dem Troll. Ich meine, genug Granaten. Das war ein Volltreffer. Das macht schon gut Schaden. Aber halt nicht bei Weitem nicht genug. So, das war meine letzte. Da drüben. Niedlich. Das ist dumm.
die denn jetzt her? Der hielt sich. Ein Kampf. Okay, das hat gar keinen Sinn. Das Problem ist, er hat den Oberbanditen gekillt. Da ist noch ein rotes Fass. Das habe ich von oben gar nicht gesehen. Kommt er her? Hoffentlich nicht. Es wäre ungünstig, möchte ich behaupten. Die sind aber auch mutig, ne? Dass die hier direkt neben dem Troll wohnen. Respekt, sag ich da nur. Respekt. Problem ist, da liegen jetzt Leichen, an die ich nicht rankomme. Und Waffen, an die ich nicht rankomme. Außer ich mache einen ganz schnellen Schuh. Irgendwie. Bist du dir sicher, dass wir da hin wollen? Nee, nee. Ganz und gar nicht, mein kleiner fetter Freund. Mann, hier oben nicht auch noch welche? Also ich würde schon gerne. Weil ich will den Oberbanditen, will ich auch noch haben. Der hatte eine fette Rüstung an. Hallo, ich guck nur. Da hinten, okay, ich versuch's. Hallo. Lauf. Okay, tschüss. Falk. Komm. Here we are safe, I think. I hope. If not, we're on the ass. Mal oben auf meinen Berg hier rauf, ne? Da liegt noch irgendwo eine Leiche. Oh, hi. Haha. Ich finde nicht gut, was du da gerade machst. Kannst du bitte wegbleiben? Bitte geh weg. Oh, das war keine gute Idee. Das bleibt nicht ungestraft. Irgendwo hier liegt noch einer. Da unten im Wasser. Okay, der ist jetzt den ganzen Weg hier rumgegangen. Lass mich doch mal in Ruhe jetzt. Was ist denn mit dem? Okay, ist das hier irgendwie... Das hier ist das, ne? F. Sternchen. Habe ich mir angeguckt. Irgendwo hinter uns ist auch noch was. Ach, da waren wir auch schon. Okay. Okay, er ist wieder zurück nach Hause gegangen. Ist aber immer noch sauer. Ich speichere jetzt. Wir machen uns ganz schnell auf den Weg nach da unten. Holen uns den Kollegen. Rennen über den Teleporter und dann sind wir weg. Zack. Ach, natürlich. Ja, kommt's halt her. Ich bin eh fast tot. Ist auch noch einer. Wenn die Igrat ein bisschen brauchen, um anzugreifen. Ja, komm halt her. Was ist mit dir?
Menschen hier früher wohl lebten. Der hat mich gerade angespuckt. Finde ich aber nicht mehr in Ordnung, was du hier machst. Halt! Junge! Schon mal von aufpassen gehört, du Lump. Rückendeckung ist hier gänzlich ein Fremdwort, ne? Was ist denn da? Ist das Erz? Oh ja, Amazit. Okay, cool. Sieht aus wie Kalk. Oder Schimmel. Oder schimmeliger Kalk. Puh, okay, jetzt haben wir die Bude hier noch. Von den Reißern zu urteilen, lebt hier auch keiner mehr. Jetzt sowieso nicht mehr. Dann lass uns mal gucken. Schön mit Briefkasten hier. Viel Zeug. Wir arbeiten uns so langsam rum, ne? Wo wir hinwollen. Ach nee, da ist schon wieder so ein Vieh. Scheiße. Geht, ist aber nicht geil. Geht eigentlich nur, wenn Falk. Also, so schwere Gegner gehen tatsächlich nur, wenn Falk Aggro zieht, ne? Und der zieht so selten Aggro, dass schon weh tut. Wo man sich meint. Und dann greift er auch noch so selten an, da muss man sich echt die Frage stellen: Lohnt sich das überhaupt, ihn mitzuhaben? Warte. Jetzt haben wir unsere ganze schwere Munition verballert. Für einen beschissenen Troll. Ich weiß, wir werden irgendwann so stark sein, dass wir ihn auch so erlegen können. Aber bis der Tag gekommen ist, uiuiui, wird das noch ein bisschen dauern. Was haben wir denn? Ein toter Morkon. Mhm. Was ist dem passiert? Warum habe ich Idiot ihnen nicht geglaubt und bin in der Grotte geblieben? Alleine loszuziehen. Wie dumm von mir. Nur um denen was zu beweisen. Und jetzt? An Marat und Dimitri komme ich sicher kein zweites Mal vorbei. Ganz zu schweigen von den Monstern, die lachen sich schlapp über meine Klinge. Warum musste ich dem Händler auch diesen billigen Schrott abkaufen? Jetzt heißt es abwarten. Vielleicht habe ich Glück und die Biester schlafen in der Nacht. Dann schleiche ich mich an ihnen vorbei. PS, falls jemand diesen Zettel findet, habe ich es nicht geschafft. Nimm dir von meiner Leiche, was du brauchst. Ravak hasst Verschwendung. Habe ich schon gemacht. Alles klar, gar kein Problem. Da ist ein Tresor. Und ansonsten ist hier nichts. Tresor da. Oh, gut, geht auch. Jo, was haben wir denn? Grüße, Kleine. Okay, zwei. Größer, Kleine. 9 ist richtig, 4 ist falsch. 4, 5, 3. Okay, 4 ist richtig. 5 kommt hinten hin. Bleibt nur die 8. Geht doch. Maximale Ausdauer plus 10. Wow. Also, jetzt müsste man wissen, wie viel Ausdauerverbrauch pro Schlag ist. Das sollte vielleicht bei den Waffen dabei stehen oder so, ne? Das brauchen wir aber nicht. Damit hat sich dieses Haus auch für uns erledigt. Sternchen dran. Und dann könnte man... Hier waren wir noch gar nicht. Doch, hier waren wir doch schon. Ja, hier. Habe ich hier markiert. Hier ist die Brücke. Das heißt, hier waren wir auch. Puh. So, dann haben wir... Hier ist gefährlich. Dieser Bereich hier ist scheißgefährlich. Deswegen haben wir den nicht... Beziehungsweise dieser Bereich hier ist scheißgefährlich. Deswegen haben wir den nicht ausgeräumt. Hier könnte ein Hinterausgang sein. Keine Ahnung, wo der Nachtschatten sein soll. Mache ich aber auch noch nicht. Vor allem, wenn es ein ganzes Nest ist, sind das keine Ahnung wie viele. Ist vielleicht nicht so gut, denn ich weiß auch nicht, Schnarren der Pest greift. Ich weiß auch nicht, ob ich mit denen fertig werde. Aber dann lass uns doch mal... Na, ja, wir können rein theoretisch über die Straße zurück, ne? Da oben. Da oben long.
Ich wollte jetzt eigentlich schnell reisen, aber der Weg vom Schnellreisepunkt zum Questmarker ist genauso weit wie von hier zum Questmarker. Oh. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Der kam unverhofft. Und da haben wir auch noch was. Oh, ne, auch nee. Ach, scheiße. Panzerschrecke. Okay. Ein Kampf! Ja, wieso gehst du nicht auf. Halt los. Irgendwie leben die nicht lang genug, um sie anzuzünden, ne? So, jetzt kommt die Panzerschrecke. Vielleicht soll ich warten, bis ich geheilt bin, ne? Ich speichere jetzt nochmal, weil ich Angst habe. Kommt doch mit. Falk, bleib hinter mir. Damit es dich angreift. Boah, wie langsam Falk angreift, Alter. Gleich beide Feuer, ne? Gut, so können wir natürlich den Statuseffekt schneller aufbauen. So, hier waren wir schon. Da kann man natürlich den Statuseffekt für Feuer schneller aufbauen. Da oben will ich auch noch rauf, aber von hier aus sehe ich da schwarz. Da müssten wir, glaube ich, von der anderen Seite irgendwie hinkommen. Optimalerweise. Ja, von da hinten, wenn dann, ne? Ach, wieder so fliegende Arschgeigen. Wir müssen bald mal Vorräte auffüllen. Dringlichsterweise. Also vor allem Munition. Dann wieder selber herstellen. Ich glaube, dazu brauchen wir auch Schrott, ne? Da würde ich tatsächlich eher Munition kaufen. Oh, Raketen. Nimm mit. Drei Stück. Da unten liegt. Was ist das? Wieder ein Audiolog oder eine Lampe? Ich bin mir nicht sicher. Oder irgend so ein Holo-Ding. Ich kann es gar nicht einsammeln. Hallo? Ich kann es gar nicht einsammeln. Traurig. Wollte eigentlich auch noch nicht runter. Jetzt. Eine Uhr. Ja, irgend so ein Scheißfrosch, ne? Oder wie so ein Drachenvieh. Falk, du machst das schon, ne? Das hat Konsequenzen. Ich glaube, der kommt hier nicht hoch, oder? Sieht nicht so aus bis jetzt. Da oben ist noch Stuff. Dann können wir auch mal wieder mehr Treibstoff finden, finde ich. Und da unten bei dem Haus waren wir auch schon. Ja, ist markiert. Wir müssen auch so ein bisschen den Gleitflug mehr ausnutzen, ne? Also ein bisschen Schub geben und dann gleiten. So, ist hoffentlich jetzt nichts nachgespawnt oder hergewandert. Ich glaube, das passiert erst, wenn wir in Passus 2 sind. Da drüben waren wir schon. Wir sind gleich da. Sind aber ein paar mehr. Da ist immer noch eine Mine. Und da habe ich noch Elex übersehen. Ist nicht so gut. So, dann würde ich sagen, machen wir die Pestgreifdinger noch weg und dann machen wir aber auch Schluss für heute. Wir sitzen ja schon wieder seit. Ach, ich kann schon gar nicht mehr klar aus den Augen gucken. 6,5 Stunden. Ne, 6 Stunden 45 minus halbe Stunde. Also 6 Stunden 15. Wo waren die Alte? Da drüben. Das heißt, die Lunge. Da brennt das Feuer. Aua. Okay.
Okay, das waren 4 Stück oder so, ne? Ich glaube, Einzelträgern wird schwierig. Sie hält sich immer elegant aus Ärger raus. Das heißt, wir müssen selber den Ärger machen. Natürlich kommen gleich alle 4 auf einmal. Okay. 2 hauen wieder ab. Das macht gar nicht mehr so viel Schaden. Der Falk macht gar nicht mehr so viel Schaden. So, wie sieht's aus? Fleisch haben wir Zeit. Ich glaube, anlocken brauche ich die nicht. Können wir so reinstürmen. Seine Mine? Ja, du komm halt her. Hallo, ich bin hier. Komm doch mit. Die einfach gar nicht kratzt, dass ich sie angreife, ne? So. Jetzt zack, den Arm. Das sieht aus wie eine Mine. Und hier ist uns gar nichts. Warum ist das vermint? War für einen Freund. Ach, guck mal, von hier aus hätten wir die Jungs da drüben auch gut alle machen können. Ist das vielleicht deswegen vermint, weil die Angst haben, das Ding benutzt nochmal eine? Das ist aber hart dämlich, ne? So, da drüben war, glaube ich, der Morkorn-Außenposten. Okay, dann zurück zu der jungen Dame. Keine Ahnung, was die hier finden will, aber ich, also meine Brille sagt, hier ist nichts von Wert für mich. Warum da eine Mine rumlag, kein Plan. Autsch. Nicht vergessen beim Schnelllaufen. Ich habe deine Verfolger erledigt. Wirklich? Du meinst, dieses Rudel Pestgreife, das die Ruinen da hinten durchforstet hat, ist tot? Dich fressen die jedenfalls nicht mehr. Das ist ja wundervoll. Hast du da irgendwo zufälligerweise ein paar Baseballkarten gesehen? Nein. Oh, schade. Aber hey, ich hab da was für dich. Hier, vielleicht kannst du damit ja was anfangen. Wenn du nichts dagegen hast, werde ich mich jetzt wieder meinen Ausgrabungen widmen. Es warten ein paar wirklich wertvolle Dinge darauf, gefunden zu werden. Vielen lieben Dank nochmal, mein ritterlicher Freund. No problemo. Dieser wertlose Müll einer längst vergessenen Zivilisation scheint ihr wichtiger zu sein als ihr eigenes Leben. Unglaublich. Das hört sich an wie ein Flammenwerfer gerade. Wo geht sie jetzt hin? Ich höre schon wieder, das ist doch nicht der Wind.